So, und weiter geht's mit den Achterradhäusern. Und okay. Schauen wir mal. Dum, 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 dum. So. Und das war gleich einmal eine grässliche Gurke. Und jetzt schauen wir uns einmal an, wieso. Also, Punkt 1. Die Truppen passen einmal nicht, weil es viel zu wenig Schwein ist. Also mit Doppelgift reicht es aus, wenn man 9 Barbaren, gar keine Bugis, keine Lakaien und dann bleiben über 35 Schweinis. Plus 5 in der Clanburg. Und was man dann mal macht, ist, dass man die Clanburg lockt, entweder mit einem Schweini oder einem Barbaren. Je nachdem, was mit einem Barbaren geht, mit einem Barbaren. Truppen kommen raus und auf Rathaus 8. Alles, was da rauskommen kann, außer einem PK, wobei ein PK wirklich sehr selten ist, der Clanburg, kann man alles mit 2 Gift erledigen. Das heißt, ich brauche die Clantruppen nur rausholen. Warten, zuerst das eine Gift setzen, dann das nächste, nach 1 zu 2 Sekunden und die Clan-Truppen sind weg. Und was ich da mache ist, wenn der King swappbar ist, und die Frage ist, wann ist er swappbar? Swappbar ist er dann, wenn ich schaffe, meinen King in die Reichweite des gegnerischen Kings zu bringen, ist in dem Fall schwierig. Das heißt, bleiben lassen. Ansonsten, wenn ich das irgendwie schaffe, mache ich einen King Swap, setze meinen King an, warte, bis der gegnerische King auf ihn zuläuft, aktiviere die Fähigkeit und dahinter starte ich meine Schweinis. In dem Fall sind die Teslas wahrscheinlich hier. Oder, naja, Entschuldigung, das haben wir eigentlich schon gewusst, aus einem früheren Angriff. Tesla steht hier. Bomben liegen hier. 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 Oder hier. Es sind 4 mögliche Plätze. An 3 werden die Riesenbomben liegen. Und was ich jetzt mache, normal, ist, dass ich meine Schweine in einem großen Bogen streue. Auf Rathaus 8. Warum mache ich das? Damit gehen die äußeren Luftabwehren, also die äußeren Verteidigungen extrem schnell platt. Und ich kann innen aufheilen. Ich muss, oder nicht, ich sollte natürlich auch versuchen, meine Truppen dort zu setzen, wo die Schweine erstens einmal lange stehen. Das ist in der Regel dort, wo viel Verteidigung ist. Und dort, wo sie viel Schaden bekommen. Das heißt, Riesenbomben sollte ich einfach vorheilen. Ich setze dann entweder so. Oder so. Und beim King auch auf jeden Fall da eine. Auf eine Riesenbombe würde man verzichten müssen. Ich würde eher auf die verzichten. Es sei denn, ich weiß schon, ist sicher, dass eine dort liegt. Das kann ich dann auch spontan machen. Auf jeden Fall, wenn ich so viel Schweine hineinschicke, dann erstens einmal gehen die Verteidigungen schnell platt. Zweitens, werden von den Riesenbomben immer nur ein paar Schweinis getroffen, nicht die ganze Gruppe. Und drittens habe ich das Schlimmste, was ich machen kann mit Schweinis, ist, dass ich so Gruppen mache, die gleich groß sind und die individuell laufen, die jeweils ihren eigenen Heilzauber brauchen. Und nicht nur, weil ich die doppelten Heilzauber brauche, sondern es wird immer eine Gruppe schwächer sein als die andere. Zum Beispiel die Gruppe jetzt wird dreimal vom King geschlagen und sind wenig Schweinis. Und dann stehe ich vor der großen Qual, dass ich mich entscheiden muss. Investiere ich einen Heilzauber in die kleine Gruppe, die eigentlich fast nichts mehr bringt? Oder heile ich sie nicht und opfer sie? Wenn das aber jetzt 10 Schweine sind, heißt das in der Regel, dass die andere Gruppe dann zu schwach ist. Ist einfach Käse. Wenn ich streue und die Schweinis laufen in der Mitte zusammen, habe ich wieder meine eine Gruppe. Ich habe eigentlich den Vorteil von einer Gruppe, ohne dass ich die Nachteile davon habe.
So, in dem Fall Achtung, ich kann es nicht oft genug sagen beim Gift, immer auf den Schatten zielen vom Drachen. In dem Fall hier. Und nie auf den Drachen selbst zielen. Bei Ballonen genau das Gleiche. Gerade bei der Kombination Drache, Ballon, sicher habe ich schon öfters gesehen, dass ein Gift daneben gesetzt ist. So, warten. Wichtig, nichts ansetzen, warten, bis der Drache platt ist. Okay, gut. Und jetzt die Schweine im Bogen. Und genau hier passiert der Fehler. Er setzt alle auf einen Schwung in zwei Gruppen. Und jetzt bekommt er auf den King. Und hier beim King braucht er auf jeden Fall einen Heilzauber. Und jetzt hat er diese blöde Situation. Die linke Gruppe ist schon platt. Die rechte. So. Und jetzt der Heilzauber ist viel zu spät. Das nutzt ihm nicht mehr viel. Die rechte Gruppe ist zu schwach. Er hat auch zu wenig Schweine. War's das? Und die magische Grenze sind meistens um die 10 Schweinis. Wenn man weniger als 2, 10 Schweinis in einer Gruppe hat, heißt das, dass die Schweinis eine Verteidigung nicht mehr mit einem Schlag erledigen können. Und dann ist es ziemlich schnell aus. Bis darüber merkt man nicht so viel, aber dann ist es spät. So. Und man sieht hier, naja, Gurke. So, der zweite Angriff war keine Gurke und es war ein Übungsangriff. Auf die Basis, normalerweise würde man die Basis eher mit Go-Vibe angreifen, aber es gehen auch mit Schweinis, weil keine Doppelbomben da sind. Und er lockt jetzt einmal und Achtung, hier der Tesla. Das heißt, der ist gedacht dazu, also, dass man nicht so leicht locken kann, aber er improvisiert wirklich gut, indem er von hier einen Schweini reinschickt, der dann in die Reichweite kommt. Wenn so etwas passiert und man sieht keine Möglichkeit, wie man schnell vorbeikommt, einfach drei Schweinis schicken, drei bis vier, die erledigen den Tesla und laufen rein. Dann habe ich zwar drei Schweinis verloren, aber dafür habe ich einen Tesla gekillt und eine Verteidigung, also ein Punktschaden. Eine Punktschadenverteidigung, Kanonen, Bogetürme, Teslas etc. sind im Normalfall zwei Schweinis wert. Also wenn ich zwei Schweinis für eine Punktschadenverteidigung tausche, dann ist das, sage ich mal, noch okay. Eins gegen eins sollte man auf jeden Fall machen, wenn man die Chance hat. Zum Beispiel auch mit Ballonen, wenn man die Chance sieht. Und 3 gegen 1 ist auch okay in dem Fall, weil wir die Clan-Truppen rausholen. Das heißt, es wird nicht wirklich teurer. Das heißt, wenn er das sieht, er hätte auch gleich zwei, drei, er hätte drei Schweine nachschicken können, hätte ihn nicht mehr gekostet als jetzt im Endeffekt. Okay? Achtung hier wieder, selbe Sache. Gift auf den Schatten. Der Ballon ist schon bald draußen aus dem Radius. So. Dann der King's War. Hin und jetzt schon Fähigkeit aktiviert. Sehr gut. Und in dem Moment, eigentlich schon 2, 3 Sekunden früher, sollte man die Schweine jetzt so in etwa streuen. Den großen, da bekommen sie sowieso keinen Schaden durch den King. Die Verteidigungen sind auch gleich platt. Das heißt, ich muss erst da mich so wirklich ums Aufheilen kümmern. So, und jetzt schauen wir mal an, was er macht. Okay, also das hat ein bisschen falsch interpretiert. Ich habe geschrieben, von der dunklen Fabrik, hier, Dunkelspruchfabrik, bis zum Elixierspeicher links oben. Er hat anscheinend die dunkle Kaserne genommen. Er hat es richtig gemacht mit dem Hin- und Herstellen, nur der Radius war viel zu klein. Und es läuft alles auf die Kanone. Der hat wieder eine Gruppe. Aber zumindest sind es keine zwei Gruppen. Und jetzt laufen die Schweine hinein. Allerdings, nachdem die Basis nicht so hoch. Naja, Gebäude sind schon auf Maximum. Aber nachdem das Layout nicht unbedingt gut war, schafft er es trotzdem. Aber man sieht, wenn die Basis jetzt ein bisschen stärker gewesen wäre. Er hat jetzt einen Split drauf und jetzt bräuchte er schon wieder mehrere Heilzauber, weil die Gebäude da außen eigentlich noch alle stehen.
Und das ist eher die hässliche Schlussphase, wo, sagen wir mal, ein paar Gebäude noch stehen, eine Riesengruppe von Schweinis läuft herum zu dessen Verteidigungen. Man hat keinen Heilzauber mehr und sie treffen dann jede Riesenbombe, die noch herumsteht. Das kann dann schnell auch einmal schief gehen. Man sieht, er hat gar nicht so viele Reserven gehabt, aber zumindest einmal nicht so viel Truppen mehr unnötig, also mehr Schweinis. Schauen wir mal. Okay, 34 Schweinis, 35 wären besser, 34 sind auch okay. So, gut. Auf 10 den Block holen. Und so. Okay, also die Basis eignet sich natürlich auch wunderbar für Go-Vibe. Allerdings, wenn man Go-Vibe nimmt, kein Gift, sondern also bei Schweineangriffen nehme ich auf jeden Fall das Gift, weil ich habe keine Verwendung für die dunklen Zauber sonst. Mit Go-Vibe nie Gift, weil man braucht das Erdbeben. Ohne Erdbeben geht da nichts. Und ja, wenn man wirklich auch ohne Erdbeben hineinkommt, schön, wenn das nur eine Mauer ist, dann okay, dann kann ich das Gift nehmen ohne Erdbeben. Aber sobald ich ein Erdbeben habe, da habe ich normal drei Erdbeben, plus das ist auch ein Beben. Und dazu nehme ich dann eine Wut. Und gerade die Wut ist da extrem wichtig. Und was man hier machen sollte, ist, dass man die Clantruppen lockt und dann kein Gift drauf setzt. Und ich, ja, also warum mache ich das so? Bei Schweinis mit dem Doppelgift und bei Go-Vibe normal. Bei Schweinis habe ich erst einmal keine Verwendung für die dunklen Zauber. Und zweitens würde ich als Barbaren und Magier investieren zum Killen der Clantruppen. Und die Barbaren und Magier sind dann verschwendet, weil die werden bei der nächsten Verteidigung erschossen, die helfen mir nicht. Bei Go-Vibe locke ich die Truppen in ein Eck, lenke sie mit Barbaren ab und dahinter drei bis vier Magier. Die killen den Drachen und diese Magier sind dann gleichzeitig meine Truppen für die Flanke. Und auf der anderen Seite setze ich auch ein paar Magier und ich kann mich dann für ein Eck entscheiden. Es muss nicht immer das obere sein und irgendein Eck wird da sehr gut dafür geeignet sein. Meine Empfehlung ist gleich das untere Eck, da steht ein Haufen Zeugs, das weggeräumt werden muss. Dann setze ich also einmal zwei Golems, setze auch meine Magier hier, breche hier auf, als Beispiel jetzt einfach, und dann komme ich rein. Es ist nur die Frage, von welcher Seite wollen wir angreifen? Ist in dem Fall eher, sage ich einmal, ich würde trotzdem die Seite nehmen. Magier oben. Der Golem, wenn der rechtzeitig down geht, also rechtzeitig gesetzt wird, dann ist die Kanone auch getankt. Da ist das Timing wichtig, man die Magier nicht sterben lässt oben, sondern den Golem schon setzt. Also oben killen, Golem. Auf der einen Seite habe ich die Magier schon hier. Hier drüben auch noch ein paar Magier. Erdbeben und rein damit. Und über die Mitte dann Bäcker, King und so weiter. So, und das Zweite, was ich machen würde, ist, ich würde für die Rückseite zumindest 8 Ballone mitnehmen. Und dafür keine eigenen Bäckers. Warum? Weil 5er-Bäcker auf jeden Fall. Magier, aber 3er-Bäcker sind nicht so wirklich stark. Und naja. So. Vor allem die Kanonen, die kann man ja wirklich schön dann wegnehmen mit Ballonen, weil das
Und den Grund, den zeige ich euch dann gleich. Das ist im Angriff. So. Gift, okay. So. Jetzt rein, der Winkel, sage ich einmal, auch noch okay. Durch den Tesla leicht durcheinander das Ganze, aber er kommt ja wirklich schön hinein. Einziges, ich greife, ich meine, es hat eigentlich relativ gut bei ihm funktioniert, nur ich würde eher nicht auf einer Ecke angreifen. Weil auf einer Ecke ist es immer so, dass die Truppen gerne in die Richtung laufen. Und ich bin ein bisschen zu breit. Ich greife wenn möglich immer von der flachen Seite an. Mit Magiern und außen zuerst. Und gehe dann genau, weil da können die Truppen nicht so viel aus. Da stehen sie auf einer geraden Fläche und müssen eigentlich mehr oder weniger durch. So. Er schafft es aber trotzdem relativ schön hinein. Ein paar Magier außen sterben. Okay, da ist sowieso die Riesenbombe. Ein Bäcker schafft es nicht rein. Ja, das war schon mal das erste Opfer von dieser Aktion. So, jetzt hier hat er die Wut gebraucht innen. Und beziehungsweise auch die Heilung. Ich weiß gar nicht, wo er die vorher verbraten hat. So, und das ist jetzt die typische Situation mit einem Go-Vibe-Angriff. Man schafft schön die Mitte. Der Kern ist locker platt. Auch ohne mit zwei Bäckers weniger kein Problem. Nur jetzt schießt alles auf die Truppen und ich komme nicht mehr hinaus. Und das kostet meistens schnell einmal den Magiern das Leben, den Bäckers, naja, die halten oft ein bisschen länger. Und jetzt ist man im äußeren Ring, irgendwo im äußeren Ring und läuft dann herum. Bei der Basis funktioniert das gut, weil da keine Mauern dazwischen sind. Bei einer anderen Basis kann das relativ schnell schief gehen. Man sieht auch hier, er braucht schon einiges an Zeit, bis er da durchkommt. Und gerade für hier sind dann die Ballone das Wichtige. Und gerade in so einer Situation, wo so viel Bogtürme dann hinschießen auf die Truppen innen. Und wenn die abgelenkt sind, das ist natürlich, ist es mit dem Ballon einfach ideal. So, okay. Aber er schafft es trotzdem. So, was aber bei ihm schief gegangen ist, ist der Angriff auf den Zwölfer. %94, okay. Ja, das ist eine Basis. Ja, hier Sache, kein Gift. Kein Gift. Gift weg. Ein Erdbeben weg und Wut dazu. Und dann hier Erdbeben. Zwei Golems hier aufbrechen. Und kann man sich jetzt für eine Seite entscheiden. Spielt eigentlich eher keine Rolle. Ich sage einmal, die Seite passt schon so. Da mit dem Schweine, da könnt durch die erste Mauer mit Mauerbrechern, dann die nächsten zwei Mauern mit Erdbeben und dann ist er drin und dann fehlen ihm auch wieder die Ballone. So. Jetzt hat er das Gift. Ah, und Erdbeben. Ah, das war natürlich ein Käse. Ah, jetzt hat er das Erdbeben komplett verteilt. Jetzt hat er das Erdbeben etwas so gesetzt und so. Und das führt dazu, dass nur das Eck offen ist. Das bleibt zu. Und damit hat er die ganze Mauer da gar nicht geöffnet. Verbrät jetzt einiges an Magiern. Und wieder das Problem, was ich schon oft sehe, nicht die äußeren Magier zuerst gesetzt, sondern irgendwie wild in der Mitte. Und jetzt haben natürlich die oberen, die da herumlaufen, der Golem läuft wie, naja. So, und nachdem hier nur auf einer Stelle offen ist, läuft alles in der Gruppe hinein. Magier bekommen vom Flächenschaden getroffen. Und es schafft auch wieder die Mitte relativ schnell. Nur jetzt ist es aus.
Und jetzt bräuchte ich, wenn alles abgelenkt ist, nur ein paar Ballone. Man sieht, bei der Basis funktioniert es nicht so gut, weil die Verteidigung hier nicht frei herumsteht, sondern hinter der Mauer ist und ein Tesla auch. Und der wird durchgehend beschossen. Bekommt Schaden und irgendwann sind sie ein Päckersblatt. Der bleibt ja einfach hängen. So. Okay, so, wer ist als nächstes dran? Noob Player. Okay. Den Achter und so, jetzt schauen wir uns das einmal an. Achter. So. Und das ist erstens einmal keine Basis, die wirklich gut für Go-Vibe geeignet ist. Ich glaube, mit Serdbeben war auch gar nicht schlecht platziert, aber erstens einmal sind hier diese außen diese Ringstrukturen, die man auch schon ein bisschen von Rathaus 10 kennt, allerdings nur ein Stück. Und er kommt zwar so hier hinein, aber er schafft nicht die ganze Luft ab, wie er außen stehen, einen Haufen Boden. Und er kommt dann einfach nicht mehr wirklich hinaus. Das ist einmal Punkt 1. Ich würde die Basis jetzt nicht. Zweitens, kein Gift bei Erdbeben. Vor allem hat er überhaupt. Warte mal. Hier hat er überhaupt einen Zauber zu wenig. Oder? Nein, hat er nicht. Passt. Stimmt so, aber ja. So, ja, das Doppelgift haben wir eigentlich vorher schon besprochen. Truppen in der Ecke killen mit Barbaren und Magiern und das hat sich. So. Und ja, jetzt hat er das zweite Gift. Das zweite Gift hätte er draufsetzen müssen jetzt. Das ist natürlich schlecht. Jetzt hat er anscheinend auf das zweite Gift vergessen. Und so ein Ablenkungsgolem, ich halte nicht viel davon. Wenn das wirklich. Also, wenn man den Ablenkungsgolem so setzt, da oben, und dann gleich Magier hinsetzt, okay, funktioniert das zwar, aber ich halte davon nicht wirklich viel. Erstens einmal, wenn man es nicht richtig macht, bekommt der Golem vollen Schaden ab. Und zweitens, wenn man das an der Stelle macht, hat man hier in der Mitte die ganzen Magier und ist an den Flanken zu langsam. Er räumt nicht ordentlich auf, setzt den Golem irgendwo hin und es laufen ihm dann am Schluss alle Magier da entlang herum. Was wieder Käse ist. So. Viel zu viel Magier in der Mitte. Außen. Das ist das Wichtigste von allem. Außen Magier und dann innen. So, und jetzt der Heilzauber ist komplett umsonst. So, und jetzt ist er zauberlos und schickt seine Pekkas irgendwo hinein. Und das nächste. Keinen Drachen mit Bodenangriffen kombinieren. Nein, auf keinen Fall. Bringen nur was in einer großen Gruppe von zumindest 7, 8 Drachen. Und wenn ich 7 Drachen nehme, dann müssen aber schon alle Luftabwehren vorher platt sein. Dann macht das auch noch Sinn. Ansonsten einfach nein. Und viel zu viele Packers. Ich sehe normal, ich sehe ja, na, drei. Normal gibt es immer drei Packers. Also eine Burg, zwei eigene. Das ist einfach zu viel. Und dafür zwei Golems. Warum zwei Golems? Nicht so wegen den Schaden, den sie aufnehmen. Aber ich brauche zwei Golems, damit ich weit außen wegräumen kann. Das hat er hier sowieso nicht gemacht. Und jetzt läuft ihm alles irgendwie rundherum. Der eine, der wertvolle Fünferpacker ist schon am Weg herum. Und die anderen, ja, gehen gerade noch hinein, sagen wir es so.
Die Magier sind sowieso schon alle platt, fast auf den Flanken. Und die Packers alleine schaffen keine Basis. Und jetzt kommen die Teslas und zerlegen die Packers, weil die einfach viel zu langsam sind und weil er keine Wut hat. Und er wäre sowieso dann nie wieder rausgekommen aus der Basis durch die Mauern. So, und der Drache. Naja. Also, naja. Schlecht. So, besser hat's dann beim. Halt. Beim 13er funktioniert. Mit dem richtigen Plan und den richtigen Druck. Sache ist die, Luftfeger steht hier. Also, und wenn man sich das ansieht, es werden sogar die Luftabwehr, wobei die ist durch den Feger geschützt, es sind alle Luft, die zwei Luftabwehren sind erreichbar, wenn man hier Ballone hineinschickt. Zwar in etwa hier bei der Goldmine starten, Eilzauber, sodass er gerade die Kanone noch bedeckt und dann hinein. Das Wichtige ist, was wir da haben, also das sind die Truppen, die man bei einem Drachenangriff hat auf Rathaus 8, wenn man alles entwickelt hat, was man braucht. Und zwar für die erste Luftabwehr zwei Blitze, Level 5 und ein Erdbeben. Für die zweite Luftabwehr, hier kann man sich für eine Seite entscheiden, ich hätte gesagt, die Seite, hat man die 10 Drachen und die Wut. Wichtig bei Drachen immer, außen zuerst, dann in die Mitte und die Wut dann in etwa hier, durch die schweren Speicher durch, da wo auch dann der Drache entgegenkommt, einfach, dass sie die Luft ab ist. Und dann warten, bis die dritte Luftabwehr auf die Drachen schießt. So lange muss man warten. Und dann setzt man die Ballone in der Clanburg mit dem Eilzauber. Und man kann auch den Eilzauber zuerst setzen. Gerade auf Level 4 hat er 25 Sekunden. Man setzt hier den Eilzauber zuerst, setzt die Ballone. Ballone fliegen hin, werden hier beschleunigt. Schwupp, sind bei der Kanone. Und als nächstes, wichtig ist, der Eilzauber muss die Kanone noch bedecken. Das nächste Gebäude ist dann die Luftabwehr. Und da werden sie auch rausbeschleunigt aus dem Eilzauber und stehen da. Das ist der Unterschied zu einer Wut. Bei einer Wut versuche ich immer das Ziel zu bedecken, das Zielgerade noch zu bedecken. Bei einem Eilzauber versuche ich das Ziel davor, also die Verteidigung davor gerade noch zu bedecken. Warum? Weil ich bei einem Wutzauber den Schadenseffekt auch nutzen will auf der Luftabwehr. Weil wenn alles bis auf einen Ballon abgeschossen worden ist, geht sich das dann trotzdem aus. Bei einem Eilzauber will ich nur den Geschwindigkeitseffekt nutzen und den Effekt, dass die Ballone zwar aus dem etwas kleineren Eilzauberradius schneller rausbeschleunigt werden. Und gerade der Geschwindigkeitseffekt ist bei Eilzauber wirklich enorm, bei Eilzauber Level 4. So, und jetzt schauen wir uns das Ganze an. Blitz. Okay. Okay. Jetzt kommen die Drachen. Ah, ja. Okay. Jetzt das, was er nicht gemacht hat, war äußere Drachen zuerst. Das war schlecht. Und jetzt sieht man, dass die Drachen auch. Auf der rechten Seite sieht man die drei Drachen, die schon herumfliegen. Und links geht es sich gerade noch aus, das sind zwei am Weg herum. Aber nachdem die Wut gut gesetzt ist, schaut den feindlichen Drachen und die Luftabwehr. So. Jetzt ist der Zeitpunkt für die Ballone gekommen. Jetzt schießt die Luftabwehr. Er wartet zu lange. Und er wartet vor allem zu lange mit seinem Eilzauber. Schwupp. Bisschen hätte er ihn davor setzen können. Aber ja, es geht sich noch aus. So, hier ein kleiner Split war mit den Ballonen, weiß ich ehrlich gesagt nicht wirklich. Weil die Luftabwehr war eindeutig näher. Aber okay.
So. Und im Endeffekt geht es sich dann doch noch aus. Das eine ist, er hat überhaupt den King nicht gesetzt. Den King setzt man normal immer nach den Drachen auf eine der zwei Flanken. Also der übliche Ablauf wäre immer der, dass ich sage, so, das war die Pause. Also beginne im Außen, so Armeelager sind, wenn der Winkel passen würde, immer ein guter Ansatzpunkt. Ansonsten, wenn eine Bauhütte im Eck steht und ich in dieser Richtung angreifen will, setze ich auch gleich einen Drachen zur Bauhütte und warte, bis er hinfliegt, aus zwei Gründen. Erstens einmal, ich spare mir die Zeit. Trotz den 30 Sekunden zusätzlich wird es oft immer noch knapp. Und zweitens, ich verhindere, dass meine Drachen hier setze, auf einmal mitten im Gefecht, wenn die Drachen schon beschossen werden, auf einmal zu umdrehen und zur Luft, also zur Bauhütte fliegen. Und dann, wenn meine Drachen hier gesetzt sind, setze ich den King auf eine der zwei Flanken und lasse den King hier aufräumen. Das hat den Effekt, dass die Drachen, die normal hier herumfliegen würden, hier in der Mitte bleiben. Oder Variante B, was ich auch machen kann, wenn ich weiß, zum Beispiel hier stehen, es sind noch ein Tesla, wo Bogetürme, ich warte, bis die Drachen hinfliegen und dann meinen King einfach nur als Tank für die Drachen einsetze. Das geht auch. So, ansonsten. Ja, okay. Gut, Noob Player. Muss schauen, ich habe fast keinen Akku mehr. Ich muss jetzt kurz mal anstecken. Achtung. So, jetzt sollte das Ganze wieder aufladen. So, Blame auf die Nummern 9 und 12. So. Auf die Nummern 9. Und Achtung, die Basis, die sieht man mittlerweile relativ häufig, die hat eine Modifikation drinnen. Und zwar, normalerweise steht der Bogieturm da und da irgendeine Mine, Speicher oder sonstiges. Und ich kann hier Ballone auf den Minenwerfer bringen, die dann, beim Eilzauber hier, die dann direkt auf die Luftabwehr weiterfliegen. Weil hier stehen keine Teslas, hier sind Bomben. Eine Riesenbombe und meistens zwei kleine. Und hier sind die anderen Riesenbomben. Tesla steht hier. Und ja, der Gegner hat das gut umgangen, das Problem. Von oben angreifen ist immer noch etwas. Es wird mit Drachen einfach schwierig bei der Basis, weil man keinen schönen Winkel hat. Von der Seite geht es nicht, weil da ein zusätzliches Feldabstand ist, da fliegen die Ballone in die Richtung. Und immer, wenn die Basis nicht auf Max ist, dann kann nicht immer noch beide Luftabwehren angreifen, das geht sich aus. Wenn die Basis, nicht nur die Luftabwehr, sondern auch die Basis auf Max ist, dann wird das ganz schön schwierig. Da muss man in der Regel wirklich auf einem Eck hinein mit dem Eilzauber. So. Und außerdem hat Blame hier einen Fehler gemacht. Und zwar Drachen, okay, die sind noch gut, halbwegs gut angesetzt. Naja, sein Problem war hier. Da ist ein fetter Speicher. Da ist auch ein fetter Speicher. Die Drachen sind sehr mittig. Und was passieren wird, ist, dass die Drachen, aber auch mit den Äußeren ein bisschen zu spät dran, dass die Drachen sich auf den Speicher fixieren und die Drachen hier auf den Speicher und er dann nicht durch die Mitte kommt und die Wut dann eigentlich nichts trifft. So. Und der Wutzauber, er bringt zwar ein paar Drachen hinein, aber nicht hier, und die ziehen nach links und nach rechts weg. Und er schafft eigentlich durch die Mitte, wo er durch will, nur zwei Drachen durch. Die Ballone
Den Eilzauber, das war gut, nur auf der zweiten Luftabwehr fehlt ihm dann einfach der Saft, weil sich die Drachen so gesplittet haben. Ansonsten in der Situation, wenn die Luftabwehr auch weg gewesen wäre, wären das dann 3 gewesen. Also da hätte nicht mehr so viel gefehlt. Also ist schwierig. In dem Fall ist das ein. Ich hätte das mit Schweinis gemacht, allerdings da muss man auch ein bisschen umgehen können damit. Aber ansonsten mit dem umgesetzten Bogiturm ist es schon schwierig auf dem Layout. So, ja, was hat der 12er wieder funktioniert? So. Okay, Drachen. Okay, er bringt jetzt zwei Drachen, waren fliegen rundherum, aber er hat die meisten dann doch über die Mitte durchgebracht. Und diese Strategie mit dem Eilzauber. Besser wäre hier die Wut und hier der Eilzauber. Warum hat das funktioniert im Gegensatz zum anderen Angriff? Einfach weil, wenn man da die Drachen zieht, die Drachen gehen auch über die Mitte. Dann hat er eigentlich nur 2 Drachen an der Flanke und 8 Drachen, die durch die Mitte gehen. Beim anderen Angriff war das umgekehrt. Und ohne so viel Drachen über die Mitte hätten die auch diese Luftabwehr nicht geschafft. Also ich würde schon mit der Strategie zuerst Wut, dann Eil fahren, weil ich habe das auch ein paar Mal probiert, das funktioniert schon und rein logisch betrachtet, die Drachen profitieren von dem Eilzauber nicht wirklich. Ich sage mal, das war bei der anderen Basis einfach Zufall. Behaupte ich, beziehungsweise einfach nicht gut reingekommen. So. Gut. Mörser auf Nummer 20 war ein Aufräumer. Den muss ich, glaube ich, nicht hier zeigen. Der 10er. Mörser auf den 10er. Schauen wir uns einmal an. Okay, das war ein Übungsangriff. Schauen wir uns das an. Okay, 3 Golems. 3 Golems sind da meiner Meinung nach zu viel. Außerdem, er hat kein Erdbeben, kein vernünftiges. Also, selbst nur eines, das nützt nicht viel. Man sieht, gerade bei einem eigenen Level 1 Erdbeben, der Schaden ist so gut wie nicht vorhanden. Also, wenn man... Stattdessen hätte er besser sein Doppelgift mit Locken nehmen sollen, damit er zumindest die Clan-Truppen wegbekommt. Und jetzt hat er die 3 Golems alle auf einem Fleck. Und hat eigentlich dadurch nicht mehr Nutzen, als wenn er einen nehmen würde. Weil Sinn der 2 Golems ist, dass man breit ansetzt, dass man die Truppen breit hineinkommt. Und jetzt hat er alle 3 auf einen Fleck geklatscht. Den Klebeneffekt hat er von den 3, aber es laufen alle Truppen so in einer Gruppe hinein. Die hat auch kein Erdbeben und die laufen jetzt irgendwie herum. Und sobald die erste Bombe kommt, das ist der Minenwerfer, war es das dann. So, ich muss kurz einmal die Helligkeit wieder zurückstellen. So. Die Wut, man sieht die Wut, aber Magier sind alle jetzt weg von irgendwelchen Bombenflächenschaden. Und die Golems, die machen nicht wirklich einen Schaden. Ja, sie schlagen ein bisschen drauf, aber nicht wirklich nennenswert.
Und die Packers sind jetzt alle am Rundherumlaufen. Genau das ist das, was man bei Packers vermeiden sollte. Zumindest wenn es alle sind. Die Golems allein innen haben eigentlich nicht wirklich viel Nutzen. So, und die Packers geschossen. Da ist es noch nicht so schlimm. Und jetzt kommen sie in den Bereich, wo es richtig zur Sache geht. Und man sieht, so ein Level 6 Tesla schießt sogar einen Level 5 Packer relativ flott ab. So, Wizard Tower, okay, der hat gar nicht mehr gekämpft, weil er war schon alles weg. Haku auf die Nummer 9 und Nummer 14. Fangen wir vielleicht mit dem 9er an. Und ich glaube, das war auch ein Übungsangriff. Kann das sein? Okay, also jetzt entschieden für rechts. Das kann man, sag ich mal, auch machen. Oh, okay. Anscheinend hat er da daneben geblitzt. Schauen wir uns das noch einmal kurz an in der Wiederholung. So. Erdbeben, Blitz. Okay. Da sieht man es genau. Da ist die Luftabwehr und er setzt den Blitz da. Also es sind zwei Felder oben und damit kann das eigentlich nicht schaffen. Also Achtung beim Zielen, immer auf die Bodenfläche achten. Da, genau da in die Mitte. Nicht auf den Oberbau. So, weil jetzt geht es sich eben. Das ist dann gerade ein Blitz, der dann mit einer bisschen Streuung dann außerhalb sitzt. So, der King, wieder mit dem King. King, nicht von Anfang an über die Mitte, nicht in der Mitte aufräumen lassen, sondern King dann am Schluss Tank spielen lassen, beziehungsweise jetzt an der Stelle. Weil der King super angelegt, da aufräumen, damit die Drachen alle in die Richtung gehen. Und vom Angriff her ist mir nicht wirklich klar, wie er da auf die Luftabwehr kommen will. Mit den. Achso, naja, okay. Also ich glaube, da hat er dann nur mehr versucht zu improvisieren und das hat dann nicht wirklich funktioniert. Und dann war. Ja, okay. Also, da war dann der ganze Plan hinüber und ja, da hat dann einfach nichts mehr funktioniert. So, bei dem Gegner. Wieder richtig mittig geblitzt. Wieder, Achtung, King, zuerst Drachen und den King nicht in der Mitte aufräumen lassen. Das ist das Schlechteste, was man machen kann, weil jetzt die Flanken müssen weg. Links und rechts muss weg, nicht die Mitte. Mitte soll was stehen bleiben, weil jetzt fliegen die ganzen Drachen rundherum. Statt in die Mitte zusammen. So, und Ballone auch etwas zu spät an dem Ganzen und an der Stelle hätte die Wut gebraucht, nicht den Eilzauber. Mal zu spät dran, aber es geht sich noch aus. Bin auch eher, naja, drei Drachen übrig bei der Basis ist schon relativ knapp. So,
Gut. Akku haben wir abgehandelt. Boss auf Nummer 9 und Nummer 11. Und den 9er schauen wir uns auch gleich an. Der ist da, okay. Und Blitz. Erdbeben, Blitz. Soweit gut. Erdbeben wieder möglichst sinnvoll angebracht. Blitz in die Mitte. Aber auch hier, es setzt so wenig breit an und hat jetzt das Problem, dass diese Speicher nicht down gehen. Und jetzt hat er die Dachen zu mittig. Und da muss man einfach aufpassen. Wir haben hier zwei Ebenen. Also drei. Das in der ersten, weil die Luftabwehr hier steht. Der erste Ring hat super funktioniert. Alle Drachen fliegen in einem Strom hinein. Aber im mittleren Ring funktioniert das dann nicht. Und weil er die Drachen einfach sehr mittig verteilt hat. Sie fliegen hinein. Das hat er gut gemacht. Sie fliegen in der Mitte zusammen. Nutzen diese Wut wirklich optimal aus, aber ihr habt wegen den Speichern, wäre es besser gewesen, wenn er einfach breit ansetzt stattdessen. Weil jetzt fliegen die Drachen nach außen weg und er schafft auch die rechte Luftabwehr nicht mehr. So, die linke kein Problem. Und die rechte, naja, bleibt da immer einfach stehen und jetzt ist es schon vorbei. Okay, also, nicht. Und ich glaube für. Es ist einfach die Basis schon so hoch gewesen für das, dass man zwei Luftabwehren, die doch gut gedeckt sind durch Speicher, einfach direkt anfliegt, das war dann einfach ein bisschen zu viel, das gut. Die Basis hat wieder funktioniert, jetzt schauen wir uns das an. Okay, selbes Layout, jetzt schauen wir uns an, was er da anders gemacht hat. Okay, jetzt ist er von oben rein. Okay, weil da... Muss ich schnell schauen, ob das bei dem anderen auch der Luftfeger so gestanden ist. Ja, war sogar gleich. Was da funktioniert, von oben. Ich glaube, der Knackpunkt von oben war der... Ich glaube, der Grund, warum das so gut funktioniert, waren die Teslas da, weil die auch schnell down gehen. Und weil, egal von welcher Seite man kommt, die Minenwerfer zumindest mit einer 50-50 Chance die Ballone dann gleich zur Luftabwehr führen. Und jetzt hat er zumindest ein paar Drachen mehr auf der Flanke. Rechts funktioniert es zwar nicht, aber zumindest links und Mitte. Okay, und die Teslas, erst einmal waren die Teslas nicht so hoch und zweitens, für die Teslas haben dann richtig die Ballone angesaugt. Schauen wir mal, wie viel ihm da überbleiben, 2, 5 Drachen. Ja, ob das bei der anderen Basis auch funktioniert hätte, ja, Achterbogetürme. Ist wahrscheinlich ein Grenzfall. Aber okay. In dem Fall ja. Zumindest hat es deutlich besser, besser funktioniert als der erste Versuch beim Neuner. So, gut. Da sind wir jetzt schon bei den 7er Rathäusern gegen 18 und
15, 9. Ja, Deep Dark ist davon gelaufen, weil der Jay ihm den 19er weggenommen hat. Allerdings hat er dann sowieso verguckt. Und also ja. So. Und den Angriff zeige ich trotzdem einfach einmal her. Einfach weil wollt auf Rathaus 7 gibt es nur eine Strategie, das sind die Drachen. 10 Drachen plus 3 Blitze auf eine Luftabwehr bedeuten, die Basis ist platt. Wenn man sich nicht wirklich, wirklich sehr extrem blöd anstellt mit den Drachen, ist die Basis nachher immer platt. Selbst mit 1er Drachen. Und selbst wenn man nur 9 davon hat, ist es immer noch in der Regel so, dass die Basis platt ist. Und das ist jetzt ein gutes Beispiel, wenn ich das mit Schweinis mache. Die Basis habe ich fast mit Gurkenprinz geschafft, als 6er Rathaus. Also mit 3er Truppen und nur 3 Armeelagern, keinen Drachen und so weiter. Das ist ein Beispiel, da macht er nur Schweinis und vergurkt schon dadurch. Das sieht man genau da. Hallo, ich versuche Drachen mit Drachen zu bekämpfen, Luftabwehr ist noch in Reichweite, das wird nichts. Wenn ein 5er Drache rauskommt, hat es natürlich noch blöder und ja, verpulvert seine Heilzauber und auf den Drachen, was nicht viel nützt, und ja, jetzt jagt der Drache seine Schweinis und das wäre sowieso nichts mehr gewesen. Genauso können die Schweinis in irgendeine Riesenbombe laufen, das kann genauso passieren. Oder man kann sonst irgendwie vergurken. Und gerade 1er Schweinis. Also der Unterschied zwischen 1er und 2er Schweinis ist ungefähr so groß wie zwischen 1er und 3er Drachen. Oder fast so groß. Und also auf 4 sind die Schweinis top gegen 8 Rathäuser. Auf Level 3 funktioniert es gegen hohe Basen nur mehr dann, wenn wirklich alle Riesenbomben draußen sind, ich auf keine Tellereisen stoße, den Kingswap swappen kann, dann funktioniert es auch mit 3er Schwenis. Oder wenn die Basis nicht so hoch ist. Mit 2er Schwenis kann man es schon komplett vergessen, weil eine Riesenbombe und das ist platt und 1er Schwenis, die können einfach nichts. Die sind... Ja, okay. Muss ich schauen, habe ich sonst noch einen Angriff? Graf Gindenstein auf 15er hätte ich noch anzubieten. Mal schauen, der 16er ist ein 7er Rathaus, der ist nicht so spannend. So, und hier haben wir Graf Gindenstein auf den auf ein 8er Rathaus, und normal sage ich ja immer, 2er Drachen auf Rathaus 7 schaffen maximal 4er Luftabwehr. Und dabei bleibe ich jetzt auch normal schon. 5er Luftabwehr ist einfach verdammt knapp. Und ich habe nun nichts mehr anderes anzugreifen gehabt. Und was ich mache, ich gehe mit Drachen drauf. Also, so fange ich an belagern, gehe so drauf in die Richtung. Setze aber oben ein bisschen mehr, dass ich nicht so, sondern leicht, also dass der Mittelpunkt von meinem Push nicht so ist, sondern eher so. Das sind jetzt wirklich die Feinheiten, darum empfehle ich das auch nicht, dass ihr ein 7er Rathaus probiert, weil ich dann halt doch schon ein bisschen mehr Erfahrung habe und einfach diese Feinheiten ein bisschen besser im Griff habe, dass ich genau von der Richtung drauf gehe. Drache kommt raus, ich erledige ihn, Luftfeger ist platt, Luftabwehr ist platt, die Luftabwehr wird geblitzt und dann setze ich meine Ballone ein mit von da hopp, hopp, hopp auf die Luftabwehr. Zwei Hops dazu. Wie ein Eilzauber, da braucht lange, ja, aber ist auf jeden Fall noch wert.
Das Timing ist wichtig. Nämlich und zwar, wenn die Luftabwehr auf einen Drachen schießt. Ideal wäre es, wenn ich ein bisschen vorher starte, nur das Problem ist mit dem Timing, weil wenn die Drachen ein bisschen länger brauchen, weil ab da die Ballone abgeschossen. Das heißt, das sind nur ein paar Sekunden. So, und man sieht mit den Drachen leicht oberhalb, damit ich den Luftfeger nicht verpasse. So, und ich komme wirklich sehr schön rein. Ich habe nur zwei Drachen an den Flanken, der Rest strömt direkt hinein. So, Luftfeger ist platt. Und was auch der zweite Grund, warum das funktioniert hat, ist, es ist zwar 5er Luftabwehr, man schaut immer auf die Luftabwehr, aber die Bogietürme sind dann auch wichtig und die sind alle noch nicht abgegradet gewesen. Teslas genauso. So, und jetzt setze ich die Ballone und ich habe auch den King davor gesetzt, einfach als Tank für die, damit ich gegen diesen Bogieturm tanke. Damit habe ich den einmal draußen. Nachdem es keine super Einflugschneise ist, bekomme ich hier einfach Schaden auf den Drachen, aber ich schaffe es noch. Und im Endeffekt, ja, es ist nicht mehr viel Spielraum gewesen, aber es ist sich noch ausgegangen. Aber knapp. So, okay, also das war's einmal. Sonst habe ich nicht wirklich viel Spannendes anzubieten. Und dann bis zum nächsten Mal.